wenn wir schon so eine schlagkräftige Truppe auf der Bühne haben und Boni ist ja praktisch mein alter Ego, ja, wir haben ja die gleiche Lebensphilosophie, wir wissen nicht, wie es weitergehen soll und daher passt es ganz gut. Ja, also ich würde sagen, Ich wollte den geraden Teil. Ich lese den kursiven, ja. Passt ja auch zu meiner kursiven, schelmischen Art. So, jetzt kommt was Ernstes, also ihr habt jetzt genug gelacht, jetzt bitte traurig schon mal sein. Fang einfach an. Ja? Willkommen zur Übertragung der 7. Plenardebatte des 16. Bundestages. Was heute vor den 614 Abgeordneten liegt, hat es wahrlich in sich. Zur Diskussion steht der Entwurf zum Protokoll 13 vom 14. Mai. Der Ausgang ist nicht abzuschätzen. Du sagst es, diese Debatte ist der wahre Hammer. Grundstücksverkehr, Bodenrecht, landwirtschaftliches Pachtwesen und das Wohnungswesen, die Klassiker des Deutschen Bundestages. Und als ob die Hürden nicht schon schwer genug wären, wartet auf die Politiker am Ende dieses langen Tages noch das Siedlungs- und Heimstättenwesen. Bisher haben sich die Favoriten ja weitgehend bedeckt gehalten. Man kann also aus den vorangegangenen Debatten noch keinen Schluss auf die augenblickliche Form der Kandidaten ziehen, geschweige denn den zukünftigen Gesamtsieger prognostizieren. Du hast recht, jeder kann die nächste Wahl gewinnen. Union und SPD sind natürlich die notorischen Favoriten, aber vielleicht gelingt beispielsweise der FDP unter ihrem agilen Vorsitzenden Westerwelle kurz vor Schluss ein Überraschungscoup, indem dieser in der letzten Sitzungswoche erklärt, nach den Wahlen eine Koalition mit den Grünen und der Linkspartei einzugehen. Bei aller Begeisterung sollten wir aber den nachfolgenden rednerischen Leistungen mit einer gesunden Portion Skepsis begegnen. Die zahlreichen... Die zahlreichen Roping-Fälle haben der Reputation des Bundestages doch arg zugesetzt. Im Grunde der gesamten parlamentarischen Demokratie. Du sagst es, die Politik hat sich noch immer nicht vom bereits Jahr zurückliegenden Roping-Skandal um den vierfachen Bundestagswahlsieger Helmut Kohl erholt. 16 Jahre hatte er das politische Geschehen in Deutschland dominiert und damit selbst den bis dato erfolgreichsten Politiker Konrad Adenauer übertrumpft. Dass einer mit solch einem Gewicht sich so lange oben hielt, schien noch mehr als verdächtig. Tja, und dann, als er seine Karriere schon beendet hatte, kam dann tatsächlich die Roping-Affäre ans Licht. Leider war das Vergehen bereits verjährt, sodass die jeweiligen Zweiten, Hans-Joachim Vogel, Johannes Rau, Oskar Lafontaine und Rudolf Scharping, nicht zu nachträglichen Siegern erklärt werden konnten. Mal sehen, ob die zu Beginn dieser Legislaturperiode abgegebene Ehrenerklärung aller Parlamentarier nie mehr zu roten, die Politik wirklich ehrlicher macht und das Vertrauen der Menschen zurückbringt. Es bleibt zu hoffen. Kommen wir wieder zum aktuellen Geschehen im Plenum. Wer wird wohl als erster den Federhandschuh in den Ring werfen? Bisher hat man nicht den Eindruck, dass sich die Parlamentarier um einen Platz am Rednerpult reißen. Im Gegenteil, alle sitzen noch. Es wird sogar munter über die Reihen hinweg gequatscht. Bundestagspräsident Lammert hat schon mehrmals gebeten, die Debatte endlich zu beginnen. Werbung für die parlamentarische Demokratie machen unsere Jungs nicht gerade. Es ist umso ärgerlicher, als es sich doch um gut bezahlte Profis handelt. Das ist eindeutig Arbeitsverweigerung. Aber Herbert, man muss natürlich auch bedenken, welche Tortur vor den Politikern liegt. Ist es da nicht verständlich, dass sie sich zunächst zurückhalten, nicht gleich zu Beginn ihre Karten auf den Tisch legen, nicht sämtliche Argumente aufdecken zu wollen, um dann kurz vor dem Ziel vom politischen Gegner mit einem raffinierten Gegenargument widerlegt zu werden? Sicherlich, Hagen. Dennoch verfügen doch zumindest Union und SPD über so schlagkräftige Teams, dass sie in der Lage sein sollten, durch zahlreiche Redebeiträge die Debatte so schwer zu machen, dass die anderen zu einer Reaktion gezwungen sind. Wahrscheinlich wird alles wieder erst am Schluss entschieden. Tja, du hast natürlich recht. Viele Zuschauer schalten darum auch oft erst am Ende rein in die Debatte. Aber wäre es denn für den Bundestag nicht vielleicht insgesamt sogar besser? Man würde die Debatten deutlich verkürzen. Brauchen wir denn wirklich 10 Stunden? Wäre es nicht viel spektakulärer, wenn jeder Redner nur 2 Minuten hätte, um sich zu erklären? Dann würde er gar nicht erst in Versuchung geraten, irgendwann nach Argumenten zu greifen, die zum Beispiel gar nicht von ihm sind, bloß weil er mit seinen nicht bis zum Schluss durchhält. Er bräuchte lediglich zu sagen, oh nee, eure Position ist scheiße, meine besser. Und schon wäre die Redezeit rum. Ich glaube, man zwingt die Politiker mit dieser Dauer geradezu zum Roben. Inzwischen bewegt sich übrigens Wolfgang Schäuble ans Mikrofon. Offensichtlich nimmt die Union nun das Heft des Handelns in die Hand.
Die Verkürzung der Debatten wäre sicherlich ein sinnvoller Reformansatz. Sinnvoller zumindest als die Neuerung, dass jetzt auch Frauen Bundeskanzlerin werden dürfen. Dass die Union mit einer weiblichen Kandidatin Erfolg hatte, verdankt sie ja vor allem der Vorstellung, Frauen würden weniger betrügen. Ich halte diesen Vertrauensbonus vielmehr für gefährlich und glaube nicht, dass Frauen in der Politik weniger röten. Es überrascht übrigens ein bisschen, dass sich Schäuble zeigt. Normalerweise sieht man ihn eher, wenn es um innenpolitische Fragen geht. Die Union muss den Sieg heute unbedingt wollen, anders kann ich mir die Attacke nicht erklären. Er hat wohl den Auftrag, die Gegner aus der Reserve zu locken, sie zum Arbeiten zu zwingen und so Merkel eventuell am Ende einen finalen Angriff zu ermöglichen. Wobei wir wieder bei der Geschlechterfrage wären, das sehe ich wie du, Frauen sind schon körperlich eigentlich nicht in der Lage, in so einer Debatte den Männern das Wasser zu reichen. So oft wie sie wegen ihrer kleinen Blase auf Toilette müssen, verlieren sie zwangsläufig den Anschluss an die Diskussion, ganz zu schweigen von ihren kognitiven Defiziten. Robin ist da geradezu logisch. Es ist jedenfalls nicht anzunehmen, dass sich die Männer am niedrigen Niveau der Frauen orientieren und daher auf leistungssteigernde Mittel verzichten. Man sollte sich am Sport ein Beispiel nehmen und auch in der Politik Frauen und Männer getrennt antreten lassen. Mit einem Frauenbundestag und einem nur mit Männern. Für die Transparenz des politischen Wettstreits wäre das allemal förderlich. Und hin und wieder den Ort wechseln, zum Beispiel den Bundestag in der polnischen Sejm debattieren lassen oder in der Knesset. Das würde natürlich nicht das Roping unwahrscheinlicher machen, aber den Politikzirkus wegen der höheren Abwechslung spannender. In der Knesset-Kantine gibt es beispielsweise einen hervorragenden Chardonnay. Die Zermürbungstaktik von Schäuble trägt übrigens erste Früchte. Zahlreiche Parlamentarier aus den Reihen der politischen Gegner können mit seiner verwinkelten Argumentation nicht mehr mithalten und haben den Plenarsaal längst verlassen. Schäuble ist wahrlich kein Ästhet am Mikro, so wie er sich immer wieder vor und zurückbeugt und dreckig schwebelt. Aber effektiv. Auf jeden Fall hat er das für diese Debatte nötige Sitzfleisch. Jetzt bringt ihm der Wasserträger etwas zu trinken. Dieser Schäuble ist schon ein alter Fuchs. Ein unentbehrlicher Helfer für den Leader der Union, Angela Merkel. Einer, der schon für Kohl so manchen Sieg rausgeholt hat. Eigentlich hätte er auch das Zeug gehabt, selber mal die Bundestagswahl zu gewinnen. Aber dann machte ihm die besagte Roping-Affäre, in dessen Zusammenhang auch sein Name fiel, einen Strich durch die Rechnung. Vielleicht hätte er lieber damals zur SPD wechseln sollen. Ein gut dotiertes Angebot hatte er ja. Nun schießt Schäuble allerdings über sie hinaus, denn selbst die eigenen Leute können seinem rhetorischen Parforce-Ritt nicht mehr folgen. Zahlreiche Kabinettskollegen sind gegangen. Michael Bloß schläft. Jetzt verlässt sogar Angela Merkel den Plenarsaal. Hält sich Schäuble überhaupt noch an die Teamtaktik? Mittlerweile ist der Bundestag komplett leer. Schäuble redet dennoch weiter. Liebe Zuschauer, so etwas haben wir in unserer langen politischen Berichterstattung noch nicht erlebt. Schäuble wird diese Debatte durch seine schiere Ausdauer gewinnen. Und auch wenn er jetzt von einem Saalordner gewaltsam vom Mikro weggeschoben wird. Man muss es wohl eher als einen Pyrrhus-Sieg für die parlamentarische Demokratie betrachten. Diese sprachlos machende Überlegenheit, in der dieser Triumph zustande gekommen ist, ist nicht dazu angetan, die Zweifel an einer sauberen parlamentarischen Demokratie zu zerstreuen. So sehr erinnert diese Darbietung an Fidel Castros Marathonreden, ob da nicht wieder Roping mit im Spiel war. Ausschließen, liebe Zuschauer, können wir es leider nicht. Ja, danke.